Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von Bauplanung Bautzen GmbH. Wir gratulieren zur erfolgreichen Sanierung und Erweiterung. Gleichzeitig bedanken wir uns bei allen Beteiligten für die vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Es ist ein imposantes Bauwerk, das in den vergangenen 2,5 Jahren an den Schiller-Anlagen in Bautzen entstand. In den Erweiterungsbau des beruflichen Schulzentrums für Wirtschaft und Technik wurden insgesamt 21,4 Millionen Euro investiert. Eine stolze Summe, gut nachvollziehbar, daher auch die große Freude, die anlässlich der offiziellen Eröffnung spürbar war. Auf diesen Moment hatten die Väter und Macher des Neubaus 10 Jahre lang hingearbeitet. Daran erinnert sich auch Falco Hinz, Geschäftsführer der Bauplanung Bautzen. Das erste Mal wurden wir vor circa 10 Jahren, im Jahre 2007, mit der Aufgabenstellung vertraut. Damals ging es noch unter dem Arbeitstitel Technik Campus Bautzen darum, das Schulareal an der Löbauer Straße zu entwickeln und auszubauen. Wir haben in dieser Zeit damals Untersuchungen gemacht, das Raumprogramm für das Berufsschulzentrum, was wir jetzt im Erweiterungsbau umgesetzt haben, dort unterzubringen und haben dort Vorplanungen erarbeitet und auch eine gesamte Schulentwicklung an dieser Stelle betrieben. Hier am Standort Schiller-Anlagen hatten wir ab 2012 eine komplette neue Situation zu bewältigen. Und diese neue Situation bestand darin, dass wir hier anders als auf der Löbauer Straße in einem hochverdichteten städtischen Areal mit mehreren Schulen eine ca. 40.000 Kubikmeter umbauten Raum integrieren mussten, ohne dass man diesen neuen Baukörper als Störenfried empfindet. Nach der Übergabe des Zuwendungsbescheides im Juli 2014 vergingen gerade einmal 13 Monate bis zum Richtfest für den Neubau. Festgehalten mit einer Webcam, zusammengeschmolzen auf 60 Sekunden im Zeitraffer. Unterrichtsräume, Fachkabinette und Werkstätten, alles unter einem Dach vereint. Großflächige Glaselemente und Säulen im Erdgeschoss verleihen dem Bau trotz seiner kompakten Form Leichtigkeit. Uns ist es gelungen, und ich denke, das können alle bestätigen, die sich dieses Gebäude jetzt anschauen, dass wir über eine sehr komplexe Lösung des Baukörpers mit viel Achtung vor dem Altbaubestand im Sinne von Materialhaftigkeit, von Proportionen, von Maßstäblichkeit ein Gebäude geschaffen haben, was sich gut in das Gesamtensemble einordnet und diesem Ensemble Berufsschulzentrum für Wirtschaft und Technik eine ganz eigene Note bietet. Schon an einem eigens veranstalteten Infotag in der ersten Märzdekade konnte man das große Interesse der Bautzner und des eingeladenen Fachpublikums am Neubau ablesen. Halbstündliche Führungen durch das Haus erfreuten sich großer Nachfrage. Die Lehrkräfte stellten sich auch den neugierigsten Fragen.
Diese Ausbildung, die Sie hier wiederfinden, ist für mich und aus meiner Sicht eine Ausbildung, die für die nächsten 20 bis 30 Jahre für die Region Oberlausitz zukunftsweisend ist. Hier sind hervorragende Ausbildungsbedingungen geschaffen worden, wo ich wirklich einen sehr modernen, lernfeldorientierten Unterricht durchführen kann, wo ich die Möglichkeit habe, Theorie, Versuche und die Praxis eng miteinander zu verknüpfen. Das sind hervorragende Bedingungen. Es sind viele Labore entstanden. Es ist eine sehr gute Gebäudeausstattung geschaffen worden. Und man muss natürlich auch sagen, bedingt durch diese sehr zentrale Lage hier mittelst in der Stadt Bautzen gibt es nur einen begrenzten Platz für unsere Parkflächen, die wir für unsere Schüler und Kollegen werden natürlich zur Verfügung stellen. Und deswegen ist ein besonderes, sage ich immer, Schmänkerchen an der Schule, ist der Sportplatz auf dem Dach. Ein hochmodernes Bildungszentrum ist im Herzen von Bautzen entstanden. Und so verwies Landrat Harich im Rahmen einer Feierstunde anlässlich der Eröffnung nicht ohne Stolz darauf, dass es im Freistaat keinen anderen Landkreis gäbe, der so viel Geld in Bildung und damit in die Zukunft investiere. In den Räumen des neuen beruflichen Schulzentrums kann man sehen, wie sie gestaltet wird.